Hallihallo, ihr lieben Kreativen, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich wieder ein Kooperationsvideo mit euch und zwar mit dem Online-Shop Coco Rosa Studio. Und was ich damit gewerkelt habe oder was ich zumindest ausgesucht habe, zeige ich jetzt in diesem Video und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wie gesagt, mich hat die Firma bzw. der Online-Shop Coco Rosa Studio angeschrieben und hat gefragt, hey, hast du Bock, einfach mal ein Video mit uns zu machen? Du darfst für einen bestimmten Betrag in unserem Shop etwas aussuchen und daraus werkelst du einfach was, zeigst es und genau, so ist das Ganze eben zustande gekommen. Es ist so ähnlich wie in Love Arts Shop, nur dass es eben nicht in Love Arts ist, sondern eben Coco Rosa Studio. Und ich habe mir dieses Mal nur Stanzen ausgesucht. Zu den Stanzen Qualität finde ich gut. Also hat sich echt gut alles ausstanzen lassen. Bei manchen Sachen musste ich einfach zwei, dreimal durchkurbeln, dass es wirklich schön ausgestanzt wurde. Aber das macht gar nichts. Das ist teilweise bei Marken Stanzen ebenfalls so. Und genau, ich zeige euch jetzt, was ich geshoppt habe und was ich daraus gewerkelt habe. Als allererstes beginnen wir mit dieser Stanze hier. Das ist eine sehr einfache Stanze, eine florale Stanze mit zwei Rosen, hier einer anderen Blume und hier unten ebenfalls und dann hier noch ein paar Blätter. Da habe ich mir jetzt hier diese Karte gewerkelt. Das Ganze ist so, dass man das so zur Seite aufmachen oder aufklappen kann. Dann kann man hier etwas schreiben. Da muss ich mir aber noch eine Banderole dazu basteln, weil ich habe hier sehr, sehr dünnes Papier verwendet und das ist einfach, ja, das beschwert einfach nicht richtig. Und ja, genau, wie gesagt, Banderole muss ich einfach dann noch drumherum machen. In der Hoffnung, dass es auch gut funktioniert, jetzt auch hier mit diesem Filigran an den Blättern hier. Aber das werde ich dann schon sehen, ob das funktioniert oder nicht. Ich finde das wirklich sehr, sehr cool, weil die Stanze stanzt nicht komplett aus, sondern das heißt, es stanzt einmal hier diese Grundform und hier und oben habe ich dann noch so einen Schnitt gemacht, dass es eben dann so aussieht, wie es jetzt aussieht. Ansonsten stanzt es nicht komplett durch. Und das ist dann schon das Erste, was ich geshoppt und gewerkelt habe. Dann habe ich mir eine Wortstanze mir ausgesucht, und zwar diese hier. Und zwar steht da Friends drauf. Und das hat so den ja, mehrfachen dimensionalen Ausstands Effekt, sage ich jetzt mal, weil hier einmal die Umrandung von diesem Wort Friends gestanzt wird, dann wird einmal das Friends an sich gestanzt und dann wird ja noch das Innenleben auch noch gestanzt. Und da habe ich diese Karte hier draus gewerkelt und zwar hier mit dem Wort Friends und hier oben eben Best, also das Best Friends heißt. Dann habe ich hier unten noch so Restestempel verwendet von Lawn Fawn mit den süßen Mäusen. Und fertig ist das Ganze. Und was ich hier jetzt zum Beispiel auch gemacht habe, ist, dass ich hier wieder ein Negativ verwendet habe. Und zwar das, was ich hier ausgestanzt habe, habe ich ebenfalls als Hintergrund verwendet. Ich habe dazu schon mal ein Video hochgeladen, wie ihr zum, also beispielsweise Stanznegative verwenden könnt. Ich verlinke euch gerne das Video einmal unten in der Infobox, falls es ihr noch nicht gesehen habt. Und genau, das ist die Karte mit dem Wort Friends. Dann habe ich mir noch mal eine Wortstanze mir gekauft bzw. mitgenommen. Und zwar steht hier Love You. Und das ist ebenfalls der gleiche Effekt wie hier mit dieser Friends Stanze. Und da habe ich sogar zwei Karten draus gewerkelt, um einfach euch zu zeigen, was ich meine. Und zwar hier werden wieder die Outlines, dann das Love You an sich ausgestanzt, die einzelnen Buchstaben und hier bei dem O ist nochmal jeweils zwei Kreise. Und wenn ich das Ganze in Negativ verwende, ist das so. Also heißt, hier ist das Love You ausgestanzt. Und dann habe ich hier innen drin einmal noch diesen grauen Rahmen, was hier mit ausgestanzt wird, mir aufgeklebt. Und dann habe ich das Ganze noch einmal in so einem
rosafarbenen Ton mir ausgestanzt und da habe ich dann die Buchstaben an sich verwendet. Habe mir dann hier Love You to the Moon, The Star and Back mir gestempelt und noch ein paar Sternchen hingemacht. Ich wollte eigentlich ursprünglich gelbe oder goldene Sterne hinmachen, aber das sah irgendwie total blöd aus mit der Farbkombination. Deswegen habe ich jetzt einfach schwarze Sternchen genommen. Finde ich auch mega süß. Und es ist auch mal wieder eine keine rechteckige, eine quadratische Karte. Und nochmal eine quadratische Karte ist dann diese hier entstanden. Ebenfalls mit dem Love You. Und das seht ihr schon, habe ich das komplett anders verwendet. Also ich habe hier das ausgestanzte. Die ausgestanzte Outline habe ich hier verwendet, dann wieder den dünnen Rahmen Love You und wieder die Innenteile. Und da habe ich dann das Grau verwendet, eben dass es dann so einen schönen Kontrast gibt. Habe dann hier noch mit goldenen Herzchen gearbeitet und hier diese kleine Biene von Create a Smile, glaube ich, ist die, habe ich da mit draufgeklebt und fertig ist dann auch schon die Karte. Dann kommen wir zum nächsten Teil und zwar dieses hier. Das sind ganz viele Schmetterlinge und die wird komplett ausgestanzt. Ich habe euch einmal hier das ganze Teil ausgestanzt, mal so gelassen, ohne es zum Verwerkeln. So sieht das Ganze dann aus und passt wirklich super auf eine normale deutsche Kartenform. Man muss zwar ein bisschen abschneiden, aber es ist nicht viel, was man abschneiden muss. Das geht ganz gut. Was ich mir auch überlegt habe, eigentlich würde diese Länge sehr gut zu einer Slimline-Card passen oder ja, eben eine länglichere Karte. Und ja, genau, so sieht das Ganze aus. Und daraus habe ich einmal diese Karte hier gebastelt. Und da habe ich auch wieder sozusagen das Stanznegativ verwendet. Und habe das dann einfach hier wieder rangestückelt. Also das heißt, ich habe mir das einmal hier durch die Big Shot gejagt, habe dann das linke Teil davon auch wieder mit einem gestitchten Rand gemacht und habe dann einfach das Ausgestanzte mir dann einfach wieder so hineingeklebt, habe aber das rechte Teil weggelassen und dann sieht das Ganze so aus und ich finde diesen Effekt mega, mega schön. Ich finde diese Schmetterlinge echt ganz, ganz toll. Ich habe auch schon versucht, die einzeln zu verwenden. Ist ein bisschen tricky, weil man nicht jede oder jedes Schmetterling einzeln verwenden kann. Aber es funktioniert schon. Genau, dann habe ich hier ganz elf mir Enamel Dots aufgeklebt und ich habe dich lieb mir geprägt mit meinem Etikettenpräge-Dymo-Gerät, also dieses hier. Und habe das dann einfach da drauf geklebt. Und auch die Karte ist sehr, sehr simpel. Also ich habe wirklich alles sehr, sehr schlicht und simpel gehalten. Ja, weil ich einfach ja, mit Stanzen arbeiten wollte und die Stanzen mehr in den Fokus setzen wollte, wie dass ich dann noch ewig viele Stempelabdrücke drauf mache oder sonstige Sachen. Dann habe ich mir die nächste Stanze ausgesucht und zwar war das eigentlich so, ich war in der Hoffnung, dass diese Bestellung, was ich getätigt habe, noch vor Ostern kommt, weil ich habe eine Osterstanze mitbestellt, weil ich die so, so schön fand und mir da echt eine super tolle Karte gleich, ja, mir in den Sinn kam, beziehungsweise auch eine ziemlich schnelle Karte. Habe mir auch gedacht, es wäre sehr süß für irgendwelche Ostergoodies zum Dekorieren. Aber es kam erst, glaube ich, Anfang dieser Woche an, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich habe das, wie gesagt, ja schon vor Ostern bestellt. Also es hat wirklich sehr, sehr lange gedauert, finde ich persönlich. Ja, also ich denke, das muss man eben bei dem Online-Shop ein bisschen in Kauf nehmen. Und zwar ist das dieses Stanze hier. Und zwar ist das Wort Easter. Und das Witzige ist, das E ist als Hase. Und da habe ich auch wieder einmal die Outline-Stanze und dann das Filigrane für innen drin. Und da habe ich mir diese Karte hier gewerkelt. Ich finde die mega cool, die Stanze. Weil, wie gesagt, die ist das E einfach aus einem Hasen besteht eigentlich sozusagen und ich das echt eine mega coole Idee fand. Dann habe ich hier noch Happy mir ausgestanzt. Das ist eine Stanze von
Oh, ich glaube Lawnfawn oder My Favorite Things. Nee, ich glaube Lawnfawn war es. Genau, dann eben Happy Easter zusammen, dann hier noch ein paar Enamel Duds und fertig ist es. Man könnte jetzt hier noch ein paar Ostereier hinkleben oder auch Ostereier ausstanzen. Da gibt es ja extra auch so eine kleine Eierstanze von Lawnfawn. Also wirklich mega süß. Und wie gesagt, ich fand es ein bisschen schade. Jetzt ist Ostern natürlich vorbei, aber es kommt natürlich wieder. Das ist das Positive an der Geschichte. Ich hätte es einfach gerne für dieses Jahr verwendet gehabt. Und ja, egal. Jetzt ist sie einfach für nächstes Jahr reserviert. Und das war schon die vorletzte Stanze. Dann kommen wir zu der allerletzten Stanze. Das ist wieder ein florales Muster. Und zwar dieses hier. Da habe ich hier wieder zwei Blumen und dann eben hier noch mit so Blättern. Und die stanzt komplett. Also das heißt, sie stanzt hier und hier einfach komplett aus. Hier stanzt es nicht, sodass es dann eben ja, wie reingestanzt aussieht. Genau. Und daraus habe ich auch zwei Karten gewerkelt. Und zwar einmal diese hier. Da wollte ich einfach nur sehen, wie stanzt die Stanze eben. Und da habe ich dann das eben gesehen, dass das nur die Silhouetten und das Innenleben so ausstanzt. Dann habe ich das einfach nochmal in einem pinken Motivpapier ausgestanzt und dann habe ich das einfach so reingesetzt. Das ist eine Frickelarbeit, also wirklich sehr, sehr frickelig, aber es hat mich sehr, sehr entspannt. Genau. Und ich finde diesen Effekt aber auch cool. Was ich mir auch gut vorstellen kann, ist, wenn ich das öfters jetzt ausstanze, zum Beispiel in verschiedenen Farben, und hier einfach die Rose in Rot zum Beispiel mache, die Stiele und die Blätter in Grün und dann hier eben mit, ja, Weiß oder so, finde ich auch eine mega coole Idee. Dann habe ich hier noch viele Grüße aufgestempelt und die Linien verlängert, weil das ganze Ding, glaube ich, nur so weit stempelt. Und noch hier eine pinke Schleife und fertig ist die Karte. Also sie ist sehr, 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 sehr schlicht gehalten. Oder wie gesagt, alle sind eigentlich sehr schlicht gehalten, finde ich persönlich. Wie gesagt, ich wollte einfach die Stanzen in den Vordergrund setzen. Und dann habe ich mit der Stanze noch eine Muttertagskarte gewerkelt. Und zwar habe ich hier genau das Gegenteil immer verwendet. Hier habe ich zum Beispiel die Outlines in Blau gehalten und hier habe ich dann eben das Gegenstück von dem Ganzen hierhin geklebt und die Outlines von diesem pinken Motivpapier und habe dann: Du bist die beste Mama, ich hab dich lieb. Das ist ein Stempelset von Dani Preuß, mir embossed und dann in Schwarz oder auf schwarzen Cardstock embossed so rum und dann aufgeklebt. Und was ich hier gemacht habe, ist, dass ich die Blüten hier mit Distress-Oxid-Kissen unten ein bisschen ja, eingefärbt habe, beziehungsweise eben auf den Kartenrolling an sich, dass das eben so einen richtig coolen Effekt hat. Also ich weiß nicht, ich finde es echt mega schön. Dann auch hier mit dem Grün finde ich wirklich eine ganz, 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 ganz tolle Idee. Und Muttertag steht ja auch schon wieder vor der Tür und ich habe schon für meine Mama einfach eine Karte. Und so weiter. Genau, also das waren die Stanzen. Insgesamt sind das jetzt hier diese sechs Stück, die ich mir ausgesucht habe. Wie gesagt, die Stanzen lassen sich echt super stanzen. Bei manchen, gerade so bei so ganz filigranen Sachen wie hier dieses Friends, war zum Beispiel echt das Problem, dass ich da mehrfach durchkurbeln musste, weil es beim ersten Mal nicht gescheit ausgestanzt hat. Aber ansonsten geht's. Hier hat man natürlich auch den Nachteil, dass man hier diese ganzen kleinen Fitzelchen hier immer raus tun muss. Da tue ich mir aber sehr, sehr leicht, weil ich von Sizzix dieses Teil hier habe, so ein Piekser. Und da geht es wunderbar. Setze ich mich hin, schaue nebenher ein Video und klack, 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 klack und tue das Ganze einfach rausfrickeln. Genau. Sie haben auch wirklich sehr, sehr schöne Sachen. Ich habe mich, wie gesagt, jetzt wieder nur mal auf Stanzen konzentriert. Stempel wollte ich jetzt einfach nicht. Hat mich jetzt irgendwo einfach nicht angemacht oder angelacht, dies zu bestellen. Deswegen nur Stanzen.
Und ja, was aber ein bisschen negativ ist, was ich auch schon gesagt habe, ist, dass es eben sehr, sehr lange gedauert hat, bis meine Bestellung hier war. Und es sind jetzt im Endeffekt ja wirklich nur 6 Stanzen. Es war jetzt nichts Weltbewegendes. Aber genau, alle Produkte, die ich hier verwendet habe, findet ihr unten in der Infobox. In der Infobox findet ihr auch alle Links zu meinen Social Media Kanäle. Falls ihr mir auf Facebook und Insta noch nicht folgt, dürft ihr das gerne einmal tun. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr das einmal tun würdet. Und das ist für euch auch kostenlos. Und wenn ihr es getan habt, aktiviert am besten auch gleich die Glocke, um immer informiert zu werden, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich würde mich auch über ein Däumchen nach oben freuen und einen netten Kommentar. Und in dem Sinne, meine Lieben, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder und bis dahin, tschüss!